Weiter geht's mit Dark Souls Remastered. Nachdem die letzte Folge sehr frustrierend war und ich so ziemlich alle Wege gegangen bin, die man so gehen kann, aber anscheinend den einzig richtigen Weg nicht gegangen bin, gehen wir jetzt den einzig richtigen Weg und der ist nicht hier hoch oder hier lang Richtung Grab, sondern hier hoch. Den habe ich legit überhaupt nicht gesehen beim letzten Mal. 0, ich bin sogar hier ums Eck gegangen. Ne, hier nicht. Warte mal. Ne, da hätte ich es wahrscheinlich doch gesehen. Immer bin ich ja hier ums Eck gegangen. Ich glaube, hier war das. Und da waren diese Brandbomben drin. In der Kiste da hinten. Oder in der Leiche, die hier lag. Genau, die ist gelootet. Bin ich hier zurückgegangen. Man kann ganz klar und eindeutig dort eine Treppe erkennen. Man kann ja sogar runterspringen. Hab ich nicht gesehen. Das ist ein bisschen belastend. Jetzt gehen wir da mal lang. Wir haben sowieso nichts. Null Seelen. Voll am Arsch. Wir haben noch bessere Waffen, glaube ich. Flügelspeer. Das heißt bessere Waffen. Ich glaube, die Streitaxt ist immer das Beste, was wir haben, aber wir haben halt schon ein bisschen mehr gefunden. Ach so, guck mal, da sind auch direkt Gegner. Oh shit. Oh shit. Aber wenn man die trifft, sind die auch gleich One-Hit, okay. Oh, und von hinten macht man mehr Schaden, ne? Okay, das war jetzt trotzdem Fail. Das hätte besser laufen können. Der sieht stark aus. Ah, was? Wer ist er denn? Das ist ja verrückter Mongo-Junge. Ja, mach nochmal. Ha! Okay, wait a minute. Lass mich mal Rad heilen. Komm doch mal hier runter. Hä, als ob die beiden einfach One-Shot jetzt waren. Hä? Okay. So, da oben ist jetzt keiner mehr, der mich mit Feuer abwerfen kann. Dumme Wichser, Seele, verlorener Untoter. So. Ich glaube, bevor man irgendwie. Ja, guck, da steht nämlich der Nächste. Muss man echt aufpassen, ne? Bevor man einfach so random weitergeht immer. Oder mit Feuerbällen oder irgendwelchen Kugeln abgeworfen wird. Achso, du machst das auch. Okay. Ah, ich mach's besser. So. Dass hier gleich irgendwie jemand wieder ums Eck steht. Leiche plündern. Noch eine Seele. Nice. Mal her mit den Seelen. Kann ich da durchsneaken? Oh, hier geht's durch. Oh Gott! Wer bist du denn? Eine Ratte? Widerlich. Scheißen die alle rum, okay. Gar keinen Sinn. Komme ich hier schon durch? Das ist doch safe wieder verschlossen. Von dieser Seite lässt sich das nicht öffnen, okay. Okay, da ist einer, da ist noch einer. Zwei und ich höre noch einen laufen. Also drei mindestens.
Okay. Oh shit. Alright. WTF. Oh, da ist ja so eine Nebelwand. Bams. Ja, Mann. Oh, lol. Lohnt sich das? Ich komme hier, glaube ich, nicht mehr hoch. Oh Gott, wer bist du denn? Ach, so einer bist du. Ciao. Da unten läuft auch noch einer. Okay, doch, das geht aber. Dann laufe ich halt nochmal hoch. Ja, das mache ich, glaube, das mache ich. Ich meine, das ist Loot. Why not? Große Seele, ach, guck an. Ich glaube, dass ich hier wieder gut hochkomme. Ach so, jetzt klettern die hier hoch. Ja, moin. Hä? Das mit dem Parieren, das ist schwer zu timen. Das würde ich aber gerne noch üben. Ach so, hier wollte ich eigentlich wieder hoch. Zerbrochenes Schwert. Da geht's auch lang. Ach so, Leute, hier komme ich gar nicht hoch. Ja gut, hat sich das schon mal geklärt, ne? Okay, rollen ist nicht schneller. Ist hier irgendwo was? Alles klar. Abfall, ja nice. Den nehme ich. Oh, da liegt auch noch was. Komme ich da hin? Nicht so gut, ne? Wer bist du denn? Menschlichkeit, ah nice. Bisschen Menschlichkeit nehme ich doch. Bam. Ja. Letztes Aufbäumen. Frage ist, wie komme ich dahin? Keine Ahnung. Ach so, hier vielleicht. Ui. Okay. Bams. Ist ja nix. Irgendwas zum Looten. Looten und leveln. Komm ich hier hoch? Irgendwie hochbacken? Nee. Okay, dann nicht. Komme ich hier irgendwo runter? Eine Leiter oder so? Nope. Dann gehen wir mal durch den Nebel. Yes, aber Zeug kaputt machen bringt nicht wirklich was, ne? So, was haben wir hier? Hier falle ich wieder runter. Ja, Hauptsache mal runtergefallen. Ne? Kann man mal machen. Dann gehen wir mal hier hoch. Hä? Okay. Den Schlag jetzt geblockt habe. Als wenn, ey. Aua, den habe ich nicht geblockt. Hä?
Ach, der schießt mit Pfeil auf mich. Oh, das ist nicht gut. Komme ich dir doch mal da hoch. Oder auch nicht. Irgendeiner läuft hier. Oh, hi. Holzschild. Oh, warte mal. 62, 230. 54, 160. Das ist ja schlechter. Oder? Wenn es doch besser ist, sag Bescheid. Ach, ich bin noch im scheiß Pause-Menü. Hm. Alles klar. So, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Da werde ich schon wieder abgeworfen. Geh mal erstmal hier gucken. Das ist nur ein Raum. Okay, hier geht's wieder. Oh. Okay. Hier ist ein Bonfeuer. Dann kann ich doch jetzt auch mal meine ganzen Seelen einsetzen, oder? Verlorener Untoter. Benutzen. Ich benutze mal... Eine behalte ich mir. Ich benutze mal vier. Wie viel bringt mir das jetzt? 800. Ja. Wenn ich jetzt... Nein, nein, hier raus, daran und aufsteigen. Okay. Das heißt, ich kann große Seele benutzen, alle drei. Gönnung. 1200, ja, moin. So. Seele, namenloser Soldat. Wie viel bringt die eine vom namenlosen Soldat? 1000 oder so? 800 direkt, ja moin. So, aufsteigen. Dann gehen wir auf jeden Fall... Wie viel kann ich machen? Schon ein paar, vier Stück. Zauberei. Ich bin bei der Zauberei immer noch sehr unsicher. Vitalität. Auf wie viel komme ich da? Also es ist knapp 700, wäre schon mal nicht schlecht wahrscheinlich. Zwei Punkte kann ich noch, dann mache ich nochmal einmal Stärke und einmal Resistenz. Ja. Perfekt. Und jetzt bin ich quasi Level 13. Okay. Achso, und dieses Thema Menschlichkeit. Nur als Hülle möglich und ich habe keine Menschlichkeit. So, und wenn ich jetzt sage, erhalte eine Menschlichkeit und das mache ich zweimal. Dann kann ich jetzt die Aushöhlung umkehren. Ja. Menschliche Gestalt erhalten. Okay. Verlassen. Warum habe ich jetzt nur 6 Estus-Flas statt 10? Ich hätte doch sonst immer 10. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, hier geht es dann doch nicht weiter. Hier ist nur das Lagerfeuer. Muss ich drauf achten, immer diese Dinger, die noch nicht brennen, wenn man sie noch nicht gefunden hat. Achso, die Gegner sind respawned. Ich erinnere mich, da war was. Oh, hi. Du willst auch nochmal auf die Schnauze? Alright. So soll es sein. So, hier geht es sicherlich weiter. Der Typ wirft mit seiner scheiß Brandbombe, kommt aber nicht besonders weit.
Den kann ich gerade nur ignorieren. Ah, hallo. Ah, diese Anvisierung ist ein bisschen nervig, aua. Easy. Tolle. Hüllensoldatenrüstung. Oh, cool. Neue Rüstung, oder was? Die auch besser ist, offensichtlich. Ja, wobei, die hat nur 10 statt 17. Irgendwas. Dafür 17 statt 13. Irgendwas. Robustheit, Gewicht. Ach so, Gewicht. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was diese ganzen Attribute bedeuten. Da bin ich ein bisschen lost, tatsächlich. Aber ich denke, dass die besser ist. Was habe ich denn jetzt hier? 99, 100, 100. Okay. Und mit der... Mit der habe ich mehr magische Abwehr. Ah, okay, dann ist der rechteste Wert, diese 17, wahrscheinlich magische. Gegen magischen Schaden. Und der andere Wert, der hier höher ist, ist Feuerschaden. Ne? Also Feuer, Magie. Ah ne, das hier ist Magie, Feuer und Blitz. Okay, Magie, Feuer, Blitz. Und das ist halt normale physische. Ja. Magie, Feuer, Blitz. So wie es da rechts auch in der Reihenfolge steht. Das heißt, ich habe jetzt weniger Magieresistenz, mehr Feuerresistenz und deutlich weniger Blitzresistenz. Was aber erstmal okay ist, weil die Typen hier eher mit Feuerbällen um sich werfen. Lässt sich nicht öffnen von dieser Seite. Als ob diese Rüstung jetzt Geräusche macht beim Laufen. Oh mein Gott. Oh, wer bist du denn? Wer warst du denn? So. Alles kaputt machen hier. Hä? Dich habe ich noch nicht gesehen. Da kommt doch noch einer angelaufen. Oder ist er über mir? Ist der über mir? Oh, hier ist eine Kiste. Nice. Was haben wir da? Schwarze Feuerbombe. Cool. Naja, hier oben ist definitiv auch einer. Zwei, drei, vier. Wait, what? Wer wirft da? Ich sehe es halt nicht. Das ist nicht gut. Ach so. Aua. Das lief jetzt nicht so optimal. Ach, er hat geworfen. Oh shit, die werfen mir beide. Oh shit, ich hänge fest. Das ist belastend. Aua. Oh Gott. Easy. Ach so! Ach so! Wie seid ihr denn drauf? Die haben mich komplett weggekombot. Lol, ey. Die haben mich komplett aus dem Leben gerissen. Ja, ich habe jetzt nur noch 5 Estus Flasks.
Warum? Ich hatte doch immer 10. Bis ich hier hochkam. Scheiße, jetzt habe ich aber echt viel Progress verloren, kann das sein? Fuck, ey. Also eben hatte ich hier vor allem noch 6, jetzt habe ich hier nur 5. Es wird einfach immer eins weniger. Wow. Nice Finish auf jeden Fall. Au. Okay. Wird jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Er schlägt wieder gegen die Wand. Oh nein. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Was mit dem Anvisieren? Auch manchmal klappt es einfach nicht. Ich hab, als ich reinkam, instant rechts Stick gedrückt. Der hat ihn nicht anvisiert und dann schlag ich gegen die Wand. Belastend, ey. Belastender Hase. Belastender Hase. Achso, die Truhe, das bleibt... Achso, alles, was ich gelootet habe, bleibt gelootet. Nur meine Seelen verliere ich halt. Und Menschlichkeit anscheinend auch. Keine Ahnung. Es ging oben links eben von 1 auf 0. Jetzt steht da wieder 1. Ich weiß es nicht. Da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen. Na, kein schöner Triple Kill gerade. Aber so geht's auch. Da oben ist mein Stuff. Ach, so weit war ich ja noch gar nicht gekommen. Wie ich dachte. Komme ich hier eigentlich weiter? Nope. Da hinten geht's weiter, vermute ich mal. Und die drei sind hier echt... Das ist ein bisschen mies gemacht hier. Das ist mies positioniert. Oh, scheiße. Wieder verkackt. Ja, ich falle einfach runter. Ist besser. Ja. Wieder. Er bleibt anvisiert, obwohl ich keinerlei Chance habe, irgendwas zu machen und zu sehen. Ich hoffe, das ist in den anderen Dark Souls-Teilen besser. Das ist hier ziemlich, wie nennt man das? Keine Ahnung, mir fehlt gerade ein Begriff nicht ein, der ganz cool ist. Und ich unterschätze auch immer noch, dass ich, oder überschätze, wie weit ich springen kann. Okay, ich lasse es einfach. Ich habe keine Chance gegen die Null. Na gut, wenn ihr jetzt so hier nach und nach runterkommt, geht's, aber... Ach, nö. Kommst du runter? Ah, die werfen wieder ihre Bomben. Ja. Die Bomben sind echt ultra mies. Nice. So ist das okay. Du auch noch? Ja komm, zu dir komme ich hoch. Da werde ich jetzt aber kein Problem mehr mit haben. Mhm. So geht das. Mieser Wichser. Als fällt er runter. Oh wait, ist hier auch was? Sieht hier voll secret aus. Oh, wow, richtig secret, ey. Zwei Brandbomben, ja, wie? Okay. Ich hätte jetzt noch gerne wieder so ein Lagerfeuer, ne? So ein Bonfire. Da ging es nicht rein, hier geht's nicht weiter, dann muss ich wohl weiter der Burg entlang. Was haben wir hier? Hier geht's hoch. Hier steht sicherlich ein Gegner. Oh.
expecte es und erschrecke mich dann trotzdem, ey. Wie geil ist das denn? Okay, aber mehr war da jetzt nicht, ne? So. Was mit euch beiden da unten? Ihr seid etwas stärker. Es gibt euch gleich dreimal. Das war ein bisschen sloppy, aber hey. Hat funktioniert. Hey, da ist eine Kiste. Oh, wie komme ich denn da hin? Wait. Da hinten geht's noch raus. Ach, dafür müsste ich hier erstmal reinkommen. Komme ich da hin? Komme ich von hier oben dahin? Nee, ich kann ja nicht springen. Oder ich weiß nicht wie. Das ist ja belastend. Okay, hier unten geht's weiter, hier oben geht's weiter. Digga, der wirft irgendwie Scheiße. Ja. Wow! Hurensohn! So nämlich. Ist hier irgendwie ein Bug, dass ich hier trotzdem dran komme? Mit der Kamera oder so? Nee, ne? Ja, gehe ich jetzt hier unten Leiter oder? Lang? Oh, wer bist du denn? Du siehst aber auch nicht gerade so gesund aus, muss ich sagen. Ich meine, ich komme von hinten, aber kann ich mich wirklich anschleichen? Der macht mich doch One-Hit, oder? Oh ja, moin. War nicht ganz, aber... Wenn man den Sneak Attack schon verkackt, dann ist man auch selber schuld. Der ist echt schnell, habe ich das Gefühl. Jo. Aber ich habe immer einen Loot. Aber ich muss an ihm eigentlich vorbei, um meine Seelen zu holen. Oder ich muss noch mal so ein Runny-D-Runny machen. Ach du Scheiße! Oh mein Gott, ja. Das habe ich vergessen. Hä? Mein Block hat nichts gemacht dagegen, WTF. Mein Block hat einfach nichts dagegen gemacht. Ja, moin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das läuft gerade nicht optimal, muss ich sagen. Hä? Das läuft nicht so optimal. Den würde ich jetzt mal scheißen und noch wieder oben auf. Alter, was ist denn mal... Haben die gerade einen Buff bekommen oder so? Ich kann die nicht mehr anspringen. Hä? Weg da.
sicher, ist sicher. Ich hab die jetzt beide Male nicht anspringen können. Einmal hier unten nicht und da oben nicht. Die haben immer geblockt. Sonst haben sie nie geblockt. WTF, Alter. Ja, ich da oben lasse ich mal in Ruhe. Ich will meine Seele noch wieder kriegen. Und wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann ist wahrscheinlich richtig kacke, oder? Der Bogenschütze, den habe ich vergessen. Verstehe ich. Die Sprungangriffe funktionieren gerade nicht. Oh nein. Das ist echt ein Problem. Das sieht ganz schlecht aus, gerade die Runde hier. Ich kann nicht blocken. Es funktioniert nichts. What the fuck? Danke. Ich komme hier nicht durch. Ja, okay. Oh nein. Ich komme nicht mehr an den vorbei, oder was? Es hat nichts funktioniert. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Das war fake, Alter. Das war richtig fake. Ah ja, es funktioniert weiterhin nichts. Danke. Alter. Bitte spring. Danke. Danke. Es geht doch. Alter. Ach so, der hat mich auch bisher noch nicht getroffen, der Feuertyp da. Alter, was ist denn los? Boah, ich hab keinen Bock mehr, ey. Drecksgame. Warum geht das? Ich war First Try, Best Try. Immer. Jedes Spiel immer. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr so? Ich komme ja nicht mehr über die Brücke da jetzt, oder was? Plus, können diese Gegner mich hier nicht einfach in Ruhe lassen? Nein, können sie nicht. Was ist denn jetzt los, hm? Huiuiui, 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 huiuiui. Ach, wobei, auf den kann ich auch scheißen, oder? Der da noch in der Ecke steht. Jetzt ist es wieder spannend mit den komischen Feuerfreaks. Und die drei, die ich eigentlich alle töte. Eigentlich muss ich alle töten wegen den Seelen, weil ich ja die Seelen jetzt alle verloren habe. Okay.
Scheiße, wieder verschätzt. Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist wieder ganz schlecht. Jetzt gehe ich hier bloß runter. Na komm, du auch noch. Nee, nee. Ich kann doch nicht entscheiden. LOL, was? Was ist hier los gerade eigentlich? Kann mir das mal einer erklären? What the fuck, ey? Na, halt dein Maul. What the fuck, wie viel Schaden machst du denn auf einmal? Ah, voll reingedasht. Jetzt habe ich keinen Flask mehr, ne? Lol, Alter. Kann ich den Weg hier unten ja komplett vergessen gegen diesen Duty. Ja, meine Seelen liegen da auch nicht mehr. Das heißt, es ist immer vom letzten Tod. Schade. Die Frage ist, wie weit wird er mich verfolgen? Weil da war safe nur dieses eine Item, wo ich sie mir noch gar nicht angeguckt habe. Ne? Ich weiß nicht, was ich bei dem gelootet habe. Ach, der macht ja viel mehr Schaden hier. Warum rüste ich den nicht aus? Waffe kann mit aktuellen Werten nicht effektiv genutzt werden. Ach so. Invasion einer anderen Welt, was auch immer das ist. Phantom verbannen. Explodiert und fügt Feuerschaden hinzu. Explodiert und fügt Feuerschaden hinzu. Blockiert bedingt Estus-Regeneration. Verlust Seelen. Ah, okay, ist ja doof. Okay. Oh shit. Oh, ich kann mich nicht mehr heilen, oder? Doch, einmal geht noch. Nee, lol. Das ist ja doof. Oh, rein, weg, 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 weg. Hat der hier wieder ein Fass? Ne, der hat kein Fass. Da muss ich einmal an dir vorbei. Kommt der Große auch? Ja, natürlich. Ach ja, erwischt mich. Ja, moin. Alter, 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 ey. Stadt der Untoten. Ich habe jetzt noch... Warum hatte ich denn jetzt immer 10 Flasks und jetzt nur noch 5? Das muss mir einer erklären. Weil ich hätte gerne 10. 10 sind definitiv geiler. Ne, das war ungeil.
Ich will nicht immer hier schon so viel Damage kassieren und eine Flask fressen müssen. Und da sind meine 1600 Seelen wieder weg. War leider null. Alter, ich häng fest. Ich kann nichts tun. Hallo, lad doch mal. What the fuck, wie lange es dauert. Hä? Ah ja, würde ich ja ein Online-Game spielen, das war ein Multiplayer-Lag, so kam mir das gerade vor. Nee, mach nicht den! Mein Gott, ey. Wieder nicht gesprungen. Dass es ihm aber auch nicht ausreicht, einfach nach vorne zu halten, dass man separat, also so gleichzeitig drücken muss. Das ist... macht mich fertig. Ja, einfach, wenn ich jetzt renne und drücke R2, soll er nach vorne dashen. Das wäre eigentlich der Traum. Aber der Traum geht leider nicht in Erfüllung. Nee, ich will auch zu oft mit Kreis schlagen. Ich schaffe mit R1 immer noch. Nice, das war gut, das nicht. Aber trotzdem noch in Ordnung insgesamt. Was, eine Waffe? Nee, ne? Das habe ich gerade gelootet. Ich habe es nicht ganz gelesen. Lol. Okay. Ah, hier, weniger Wertung, okay. Das hat ja alles weniger, ist ja kacke. Ich hoffe echt, dass ich Dinge verkaufen kann. One day. Ein Helm. Okay, jetzt kriege ich hier auf einmal Stuff vom Spiel, weil das Spiel merkt, dass ich scheiße bin, oder was? Nicht wirklich viel besser, aber hey. Ein Punkt ist ein Punkt. Ein Punkt ist ein Punkt. Ich hätte gerne mal eine neue Waffe, diese Streitaxt, mit der ich seit Anfang an rumlaufe. Hat so langsam auch ihre besten Tage hinter sich, habe ich so das Gefühl. Na komm, hoch. Neues Schild, sah nice aus. Na komm doch hier hoch. Ich will dich backstabben von hier oben. Das funktioniert immer sehr gut. Yep.
schwarze Feuerbombe. Macht die vielleicht mehr Schaden an ihm hier? Ich will den halt tot haben. Oh, scheiße. Ah! Aua, ich mach mir selber den Schaden, oder was? Hm. Aua. Oh shit. Das ist jetzt ja suboptimal, ne? Okay, den brauche ich nicht versuchen gegen den, der ist zu krass. Jetzt habe ich es am 5. Mal habe ich jetzt gelernt, dass der zu krass ist. Ich weiß nicht, wie es bei dem wäre mit Blocken und sowas, aber ich glaube, das geht auch nicht gut. Das ist ja echt besser, lol. So, generell Blocken ist vielleicht auch mal was, ne? Wie gut ist ein normales Blocken? Gar kein Schaden. Okay. Und parieren ist halt parieren. Oh nein. Oh. Höhlenkriegerrüstung, die habe ich ja quasi schon angelegt gerade, oder? Höhlensoldatenrüstung, ah. Ne, da ist die sogar schlechter. Gleiche Feuerresistenz und mehr Blitz, ne? Hm. Dafür weniger Feuer, ja ne, behalte die dich an. So, jetzt haben wir hier schon mal das wieder, immerhin. Abgesnackt. Ah, schade, ich dachte, ich krieg wieder alle drei wie beim ersten Mal. Aber leider habe ich stattdessen hart kassiert. Das ist nicht gut! Wenn man den Sprung verkackt, das ist einfach nicht gut. Den darf man nicht verkacken. Okay, die machen echt viel Schaden, diese Brandbomben von denen, ey, wenn die treffen. Das ist immer krank. Na komm runter. Was macht ihr denn da? Ach, dann leckt mich doch am Arsch. Oh, jetzt kommt er, ne? Ja, ja. Das war ja klar. Dass sie dann wieder angekrochen kommen. Oh, scheiße. Hallo! Ich habe auch gar keinen Bock auf Nahkampf teilweise. Eine Brandbombe, ja, oh moin. Einfach mal weitergehen, ich will jetzt einen neuen Speicherpunkt haben. Das ist schon krass, also vor allem dieser schwarze Ritter da unten. Oder was auch immer er ist. Ich würde ihn so gerne umbringen, aber no way.
No fucking way. Das war schlecht! Was mache ich denn? Die töten mich doch so. Oh Gott. Soll Double Kill? Hammer. Er kommt wieder nicht hoch, oder was? Hallo, hier bin ich. Guck mal. Hallo, guck mal. Hi. Kommst du jetzt? Das ist aber nett. Dankeschön. Ich hab halt... Ah ne, da hinten ging's nicht weiter, ne? Da ist, glaube ich, echt nur der Ritter. Und dann war's das halt. Wahrscheinlich ist direkt jetzt hier ein Bonfire, oder? Ich war immer so 1 Zentimeter davor. Verschlossen. Ich frag mich, ob man durch diese ganzen verschlossenen Türen irgendwann nochmal durchkommt, quasi. Achso, auf der Ebene hier war ich ja auch schon einmal, ne? Ist ja wirklich generell nie was drin, das lohnt sich nie. Kann ich mir kaum vorstellen, ey. Hier läuft doch noch jemand. Oh, hier ist was drin. Was bist du denn? Hallo, was bist du? Ich kann noch nicht weg. Funkeltitanit, große Scherbe. Okay. War das so ein random krasses Viech? Vielleicht soll ich dann doch mal die Fässer kaputt machen. Ich glaube, der kam aus so einem Fass hier raus. Oh, hier geht's nicht weiter hoch, ne? Nope. Das sieht nicht gut aus. Hier passiert auf jeden Fall was. Ich habe die Leiter hier nicht gesehen. Ich habe extra nach hinten geguckt, ich habe sie erst nicht gesehen. Nein, wieder ist er nicht gesprungen. Oh, es triggert so sehr, ne? Kleine Scherbe. Was machen diese Scherben da? Wo sind die überhaupt? Hier sind die nicht. Hier vielleicht? Nee. Kleine Scherbe? Hä? Was sind das für Items? Muss ich mich heilen? Ich habe nur noch 2-mal Heilung. Ich glaube, einen Hit halte ich nur aus. Außer vielleicht von irgendeinem Hardcore-Boss. Den man ja hier schon fast vermuten kann. Ha, Tatsache! Taurus-Dämon. Wahrscheinlich. Ich komme halt auch nicht an ihm vorbei. Ich würde gerne an ihm vorbei. Ich komme nicht an ihm vorbei. Es geht nicht. Uiuiui, ey. Als ob da kein Save Point vor ist. Das willst du mir doch jetzt nicht echt erzählen.
Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass es keinen Safe Point gibt. Vor dem Boss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Anyway, in der nächsten Folge geht's weiter. Das wird hier nichts mehr. Alter. Puh. Weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Mal gucken.